Welcome back, Leute! Was geht ab? Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video stelle ich euch meine zwei Lieblingsparfums vor. Ja, eigentlich müsste ich heute irgendwas vorstellen zum Thema klare Haut oder reine Haut, weil ich habe so einen ekelhaften Pickel bekommen, ja. Unglaublich. Ich kriege bestimmt jeden Monat einmal irgend so einen ekligen Pickel, der abnormal wehtut. Aber heute gibt es kein Video zum Thema Pickel oder Haare. Nein, es gibt heute ein Video zum Thema Männerparfums. Wieso, weshalb, warum? Einige Leute von euch haben mich gefragt, Daniel, was für ein Parfum trägst du? Und zum gegebenen Anlass habe ich sogar jetzt eine Jobanfrage vorliegen für ein Männerparfum. Und da habe ich gedacht, da lasse ich mir es doch jetzt nicht nehmen und mache ein Video zum Thema Männerparfums. Aber, viele Leute von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, meine Fresse, ist dieser Typ langweilig, ja? Aber ich habe wirklich seit, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Jahren immer nur zwei Parfums benutzt. Eins davon war hauptsächlich in meiner Kulturtasche und das andere ist immer mein Badezimmerschrank. So, und ich will nicht länger um den heißen Brei herumreden, ja. Es sind wirklich auch nur so normale Parfums, nichts Außergewöhnliches, sondern diese zwei Parfums habe ich auch schon so lange, weil wenn man, also ich spreche da wahrscheinlich für viele Männer, wenn man irgendwas hat, ja, was funktioniert, dann bleibt man halt dabei, ja. Und ich habe mir vor zig Jahren diese Parfums ausgesucht und die haben für mich funktioniert und deshalb bin ich dabei geblieben. Ja, wahrscheinlich geht es dem einen oder anderen auch so wie mir. Auf jeden Fall stelle ich euch jetzt das erste Parfum vor. Dieses Parfum lag bei mir immer im Kulturbeutel und es ist folgendes: Jil Sander Sun for Men. Ja, Leute, dieses Parfum habe ich schon seit Jahren. Ja, und das liegt hauptsächlich bei mir immer im Kulturbeutel aufgrund des Flakons. Das ist jetzt die große Variante, aber die kleine Variante ist echt super, super, super handlich und super dünn. Und aus dem Grund kann man das echt super transportieren und es ist für Reisen einfach super. So, unabhängig von dem Flakon her, das Parfüm riecht auch gut, wie ich finde, und ist günstig, ja, gut und günstig. Es riecht so ein bisschen sommerlich, spritzig, fruchtig, erfrischend und ja, ich mag das, ich bin eh so der Sommertyp und wenn man sich dann so ein bisschen Jil Sander Sun draufhaut, dann ja, hat man irgendwie schon ein bisschen Sommerfeeling. Also jetzt gerade passend, wenn man jetzt gerade im Frühling ein neues Parfum sucht oder für Anfang Sommer, ist, finde ich, das richtige Parfum. Oder wenn man im Winter ja den Sommer vermisst, ist es auch das richtige Parfum. Also für mich hat es echt funktioniert seit Jahren und ich finde dieses Parfum einfach gut und günstig. So, dieses Parfum war bei mir im Kulturbeutel. Und jetzt kommt das Parfum, was bei mir immer im Badezimmerschrank steht. Und das ist folgendes: Hugo Boss Bottled. Ja, Hugo Boss Bottled, ja, viele Leute werden jetzt sagen, oh mein Gott, dieser Typ ist ja super einfallsreich. Ja, ich habe halt diese zwei Parfums schon seit Jahren benutzt oder benutze die auch immer noch. Und ich habe halt auch nichts anderes gesucht, weil wenn das funktioniert, ja, dann bleibt man halt auch dabei. Und ich habe jetzt auch nicht großartig Bock rum zu experimentieren, hatte ich keinen Bock dazu. Und aus dem Grund habe ich diese beiden Parfums immer genutzt. Hugo Boss Bottled ist dieser klassische Duft, der irgendwie immer funktioniert. Und der steht bei mir im Badezimmerschrank und den mache ich mir mal morgens drauf, wenn ich mich fertig und fresh mache. Ja, Leute, also nichts Spektakuläres, nichts Außergewöhnliches, sondern was ganz Normales. Wenn ihr jetzt aber da draußen noch mehr Videos haben wollt zum Thema Männerparfums von mir, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Es gibt ja schon einen richtig, richtig geilen Kanal zum Thema Männerparfums. Jeremy, schöne Grüße an Jeremy. Der macht echt geile Videos und falls ihr noch mehr Videos zum Thema Männerparfums haben wollt, ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein und falls der Job klar geht, ja, für das Männerparfum, dann werdet ihr das sowieso mitbekommen, weil dann wird es wahrscheinlich das ein oder andere Parfum-Video noch geben. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen. So, also, wenn ihr mich supporten wollt, macht einen Daumen nach oben. Ich sage bis dahin, adios, amigos. We'll be right back.